Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen Breyers Karamell und Pekan im Test und das ist vegan, also ohne Milch, auf Erbsenproteinbasis, also wenn ich hier richtig drauf geschaut habe, auch ohne Soja und hat im gesamten Becher nur 294 Kalorien, denn hier ist kein zugesetzter Zucker, also no added sugar. Und insgesamt bleiben da noch 1,5 Gramm Zucker auf 100 Gramm und ich bin sehr gespannt, wie das wohl schmeckt. Also dieses kalorienarme Proteineis von Breyers hat mir schon öfters überrascht. Ja, Salted Caramel war eine Sorte, die ich richtig, richtig geil fand. Und dann die Nährwerte pro Becher, mein lieber Scholli, ich bin echt sehr gespannt. Ihr schreibt ja auch immer mal wieder, teste ruhig mal mehr vegane Produkte, mache ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Pekan reimt sich so schön auf vegan, das heißt ja Pekanuss, sorry. Aber Pekanuss und vegan und Karamell, das könnte eine ziemlich geile Mischung sein. Gerade Karamell finde ich in veganen Produkten sehr, sehr lecker. Ich habe ja auch schon das vegane Magnum hier für euch getestet. Fand ich auch lecker. Und ich rieche gerade mal, boah, der Karamellgeruch hier, der ist schon mega geil. Der ist wirklich yummy. So sieht das Ganze aus. Jetzt geht's mit dem Löffel rein. Extra viel gequatscht, damit das Eis Zeit hat anzutauen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben nicht mal 2 Minuten und ich habe schon den ersten Löffel drin. Das ist wirklich schnell. Auch krass. Also ein bisschen Weihnachtsatmosphäre kommt hier bei mir auf. Echt Weihnachtsgefühle, weil diese Pekanuss so krass durchkommt. Beziehungsweise das Aroma der Pekanuss, krass. Oh. Drei Prozent Pekanüsse und es sind tatsächlich auch Stückchen drin. Und die habe ich direkt im ersten Löffel erwischt. Ich mache mal hier eine Großaufnahme, ihr Lieben. Und hier können wir deutlich die Pekanuss sehen. Was mich auch mal wieder überrascht und was ja echt nicht selbstverständlich ist, das Eis von der Konsistenz ist so richtig schön cremig, um nicht sogar zu sagen sahnig. Echt, es schmeckt so ein bisschen sahnig und das ist schon krass, weil hier ist ja keine Milch drin und somit auch keine Sahne. Aber Pekanusstückchen und wie gesagt Karamellgeschmack. Bei Pekanuss muss ich auch direkt an dieses exotische Snickers Pekanuss denken, was ich mal getestet habe. Kann ich euch gerne hier am Ende des Videos verlinken. Und da habe ich, glaube ich, auch festgestellt, Pekanuss ist okay, aber nicht meine Lieblingsnuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dafür kann das Eis ja nichts. Ich finde, es ist wieder sehr gut gelungen. Konsistenz ist toll, der Schmelz ist toll, der Biss ist cool. Es gibt keinen pappigen oder irgendeinen dumpfen Nachgeschmack. Und man schmeckt auch irgendwie nicht dieses, ich meine, es ist ja kaum Zucker drin, ja. Aber man schmeckt auch kein Süßungsmittel so extrem heraus, wenn man das manchmal hat. Ich finde es richtig, richtig gut gelungen. Und auf meiner Eisskala von 1 bis 10 bekommt das wirklich 8 Punkte, weil es schmeckt halt wie Pekan- und Karamelleis. Und das ist ja auch ganz gut, also darauf kann man sich verlassen. Ich mag halt nur nicht so die Pekanuss. Also auf meiner persönlichen, also aber dafür kann das Eis nicht. Das Eis ist gut geworden. Deswegen solide 8 Punkte. Ich habe auch schon viele begeisterte Stimmen von dem Eis gehört. Ich glaube, wenn ihr da draußen Pekanuss und Karamell mögt, dann könnt ihr dazugreifen. Esst vorher die Nuss und greift dann zum Eis. Kann ich euch als Tipp geben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!